Also das scheint die Maschine zu sein, die den Aufzug in Fahrt bringen soll. Aber wir müssen es natürlich jetzt erstmal nochmal hinkriegen. Das hat irgendwie komisch geleuchtet, okay. Ah, hier ist noch einer. Es ist nichts im Brenner, das man anzünden kann. Passt ja nicht rein. Erstmal so eine Holzbox reinschmeißen. Wäre ja zu schön gewesen. Okay. Ja. Ah, Gott sei Dank. So. Zünderbüchse. Nochmal Fässer? Ne, die passen da ja nicht rein. Die kleinen. Da muss echt irgendwas anderes rein. Gibt es hier noch irgendwas Sinnvolles oder... Ein Gefäß habe ich jetzt auch nicht mehr. Ah. So, ich füll's mal. Mit diesen Kohle. Ist das Kohle oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, was wir gut dort reinmachen können. Ich mach's mal so voll wie möglich. Der Brenner ist jetzt voller Kohle. Ja, war Kohle. Und. Oh. An damit. So. Ach du Heilige, es müssen noch fehlende Zahnräder eingesetzt werden. Ach ja, okay, also. Es geht immer noch nicht, das heißt, wir brauchen die Zahnräder. Ja, genau, das hier hat geleuchtet zum Beispiel. Hatte ich das Gefühl. Geht das da ran? Das Zahnrad passt nicht in diese Speiche. Okay. Ein Zahnrad brauchen wir noch. Zahnrad, Zahnrad, Zahn. Okay. Das ist leider leer. Ich meine, ich habe hier schon mal ein Zahnrad gesehen, aber mir kommt sofort, hätte ich schon öfters mal welche gesehen. Ah. Passt das vielleicht? Wir werden es gleich mal ausprobieren. Und ich kann mal kurz anmerken, dass ich jetzt schon... Ach, da müssen noch zwei hin. Oh, okay. Aber nur noch eins jetzt, ne? Also hier... Ne, hier muss anscheinend nichts mehr hin. Ich kann mal kurz anmerken, dass ich jetzt schon seit 2 Stunden und 10 Minuten bei der Aufnahme bin. Also wirklich eine Mega-Session, was... Es ist echt anstrengend, Leute. Weil echt so lange jetzt ein Horror-Game aufzunehmen, ist echt ein bisschen heftig. Es geht auf jeden Fall noch, aber ist echt anstrengend. Also die Dinger, die sind... ja, oder das ist egal. Das ist aber irgendwie auch komisch, wer. Na egal, wir haben sie auf jeden Fall schon mal reingemacht. Bep. Ist auch cool, dass wir die hier so anschieben können. Ist mit der Physik schon echt cool gemacht, auf jeden Fall, ja. Ist halt realistischer. So. Okay, Freunde. Dann hoffen wir mal unser Bestes. Was? An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Irgendwas fehlt noch. Na, das sieht ja schön aus. Aber was fehlt denn hier? Ich meine, hier sind alle Zahnräder. Warte, ich guck mir das nochmal an. Okay, also die Zahnräder laufen schon. Also das ist eigentlich richtig. Vielleicht sind echt die Stäbe noch falsch.
Hier kann ich nichts machen, ne. Okay, finde heraus, wie man den Motor in Gang setzt. Das ist echt schwieriger als gedacht. Aber nun gut, dafür sind ja Rätsel da, dass sie gelöst werden. Kann ich hier noch was drehen? Nee, nee, nee. Okay. Na. Okay, mit den Teilen hat es garantiert irgendwas auf sich. Strom. Vier Phasen am... Okay. Haben wir die Notiz nicht doch noch irgendwo, wo das... Sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind. Und lass die anderen in den inneren Studierzimmer für den Fall, dass... Sind noch zwei übrig? Wo sollen die denn sein? Also, ich denke mal, der meint doch die, die wir alle gefunden haben. Falle des fehlenden Stabs. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, baue mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Beim Dampfmotor Druck auf. Stell die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Das Messinstrument sollte folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktionen Triniti Dampfanlage. Kompletter Dampfstrom. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Hm. Mann, es dauert immer ein bisschen, bis man da sich hier durchgeklickt hat. Ich muss mir das nochmal merken. Moment, Entschuldigung. Nee. Notizen brauche ich. Hier. Trinity, vier Phasen, Kreislauf. Trinity, vier Phasen, Kreislauf. Okay, warte. Geräusche. Trinity... Vier Phasen. So. Und Kreislauf. Strom. Hier kann ich auch weiter nichts drehen. Also irgendwas muss ich hier garantiert noch einstellen, was nicht ganz stimmt. Ich habe das einfach mal in der vermeintlich richtigen Reihenfolge reingemacht, aber... Reingesteckt, aber... Ich glaube nicht, dass das so unbedingt was weiterhilft. Werden wir hoffentlich sehen. Ah. Ach, das sind Hebel, sehe ich es erst jetzt. Druck. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt hier einstellen? Da habe ich eigentlich keine Ahnung. Hm. Also, es soll auf hoch 8, runter 8 stehen. Müssen wir vielleicht da einstellen? Ja, warte, konnten wir das da einstellen? Hoch 8, runter 8 oder so? Moment, das muss ich jetzt erstmal nachvollziehen, ob das da geht. Dass wir das Ganze vielleicht richtig einstellen, irgendwie. Ach, hier ist auch eine Lampe. Hier, zum Glück habe ich in der Schule aufgepasst damals. Oder auch nicht. Ich meine, 3, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 5, 6, 5, 2, 2. Hoch 8. Naja, dann wäre es 7. Kannst du mal in der Mitte stehen bleiben? Ja. Okay. Erstmal nachdenken. 4 3 1 sind 8. 6. Ja, das wären jetzt oben 8 und unten 8. Ach, warte, da müssen alle Hebel gebraucht werden. Dann wäre es unten 9. Ich hoffe, ich denke gerade richtig. Also der Druck muss ja, ich kann es hier nochmal aufschlagen.
dass ich hier auch nichts allzu Falsches mache. Ist wahrscheinlich eh wieder falsch. Hoch 8, runter 8. Und jetzt ist meine Vermutung, dass ich die Hebel einfach so einstellen muss. Einfach, dass oben einmal 8 ist und unten einmal 8. Aber dieser Hebel hier, der steht ja in der Mitte. Das kann ja irgendwie nicht richtig sein. 3. 1. 4. Das wären 9. Komme ich aber auch nur auf 6. Ach warte, dann wäre es ja 8 hier oben. 2, 6, 8. Der ist doch zu viel. Ich meine, Moment, ich stelle mal kurz auf die Mitte. Weil das wären jetzt oben 8. Und unten ist es jetzt auch 8. Das ist ja schon soweit ganz richtig. Hm. Oben 5, 6, 8. Einer bleibt irgendwie immer übrig. Ich hoffe, ich mache das gerade richtig. Es wären jetzt sowieso 9. Ich stelle es nochmal auf oben 8, unten 8. Das wäre jetzt beispielsweise oben 8. Na? So. Das wäre auf jeden Fall zu viel. Habe ich das vorhin gemacht? Ich glaube mit denen hier. Ja, einen kann ich ja nicht verwenden in dem Sinne. So. Sehr, sehr schönes Rätsel, kann ich mal anmerken, weil ich Rätsel eigentlich ganz angenehm finde. Besonders in der Horror-Atmosphäre. 3, 4, 8. Unten 8. Ah, der Strom ist gleichmäßig. Es hat funktioniert. Was? Das hat ja echt... Das ist nicht gut. Okay. Aber es hat funktioniert. Das hat echt funktioniert. Was geht denn mit mir heute ab? Ich schaffe heute alle Rätsel. Bist du es, Raffi? Was hast du mit Raffi noch angestellt? Aber im Ernst? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade hinkriege. Ich weiß, dass es jetzt klappen wird. Und jetzt kommt gleich wieder das Vieh. Was? An der Maschine muss noch gar... Hä? Hä? Ich dachte, ich hätte es hingekriegt. Hm. Also stimmen die Stäbe stimmen noch nicht. Ja, okay. Das ist wiederum verständlich, okay. Haha, da habe ich mich jetzt zu früh gefreut. Okay, gut, der Dampf, der stimmt ja schon mal. Soweit. Ja, und die Stäbe, wie ich die jetzt sortieren muss, ich habe keine Ahnung. Da muss es auf jeden Fall irgendwo noch einen Hinweis geben. Kreis, Dreieck, Viereck. Trinity. Vier Phasen. Kreislauf. Oh, ich bin... Okay, alle Stangen sind an ihrem Platz. Okay. Ja, Leute, Entschuldigung, mir ist eben der Geistesblitz gekommen. Weil, ne, Trinity 3, Kreislauf ist ein Kreis und vier Phasen. Das ist echt schlau vom Spiel. Zugegebenerweise. Jawohl. Es funktioniert. Viva la Revolution. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ihr lasst mich in Ruhe. Oh Gott. Fuck. Boah, jetzt bin ich erschrocken. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizin... Achso, ja. Oh Gott. Was? Nein, 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 nein. Okay, wir sind jetzt hier eingesperrt. Da wir jetzt nur noch hier lang müssen. Verstehe auch nicht ganz, wann das Zeug einem Schaden macht. So, alles ist gut. Geistiger Zustand, leichte Kopfschmerzen. Wir sind aber jetzt echt schon ein bisschen fertig durch den Aufzug.
Ja, Leute, und jetzt bin ich schon ganze 2 Stunden und 22 Minuten am Aufnehmen. Eine mega lange Aufnahme. Ob ich mal wieder so eine mache, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt einfach mal im Voraus aufgenommen haben. Die Folgen werden jetzt so wahrscheinlich durchschnittlich 16 Minuten gegangen sein. Ein paar ein bisschen kürzer, ein paar ein bisschen länger. Es kommt natürlich immer darauf an, wie ich den Schnitt setze, weil der muss schon ungefähr passen. Aber das dürfte so ungefähr passen. Und ich bedanke mich dann vielmals fürs Zusehen. Und wir werden dann nächste Aufnahme den Fahrstuhl in die Tiefe nehmen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin wirklich von mir, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich bin von mir gerade selbst beeindruckt. Also, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie scheiße. Jetzt erstmal selbst auf die Schulter klopfen, aber ich habe wirklich alles geschafft, ohne irgendwelche Hilfe. Bin wirklich jetzt selbst drauf gekommen und das noch in einer angenehmen Zeit. Klar, hätte man wieder schneller machen können und ihr wärt sowieso schneller drauf gekommen, aber ist mir egal. Ich bin da stolz drauf. Das haben wir sauber geschafft. Ich bin stolz auf meine Leistung. Und nächste Aufnahme nehmen wir den Fahrstuhl in die Tiefen unter dieser Burg und werden gucken, ob wir dort endlich Alexander finden. Ob wir ihn finden, das erfahren wir in der nächsten Episode oder vielleicht hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.